Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, in wenigen Wochen ist Weihnachten. Diesmal ist wieder eine sehr kurze Adventszeit, weil gleich am Tag nach dem vierten Adventssonntag schon der Heiligabend ist. Und überall, das haben wir schon gemerkt, sind die Vorbereitungen für das Fest im Gange, weil es ja für alle doch ein schönes Weihnachtsfest nach Möglichkeit werden soll. Und dann hören wir in dieser vorweihnachtlichen Freude heute in den Texten, vor allen Dingen im Evangelium nach Lukas, das Evangelium vom Ende der Welt. An den beiden nächsten Sonntagen wird uns dann die Bußpredigt von Täufer Johannes vorgelesen. Jetzt können wir sagen, wie passt das denn zusammen? Die Vorfreude auf Weihnachten und dann Weltende und Bußpredigt. Soll uns die schöne Stimmung einfach wieder vermiest werden? Bei dieser Frage, da können wir erkennen, wie sehr die Vorstellungen unserer Zeit heute von den Festen und Zeiten des Kirchenjahres sich von dem unterscheiden, was unser Glaube manchmal dazu sagt. Deshalb ist es gut, wenn wir auf den Sinn dieser Advents- und Weihnachtszeit ein wenig blicken. Wir nennen ja die Adventszeit auch eine kleine Fastenzeit. Also wie wir uns in der großen Fastenzeit ab Aschermittwoch auf Ostern vorbereiten, sollen wir uns innerlich auf Weihnachten vorbereiten, Umkehr betreiben. Das ist mit dieser Buße gemeint, sich besinnen, was wichtig ist in meinem Leben. Wenn man sich jetzt die Frage stellen würde, was wohl der Papst, greife ich mal so raus, weil er eben unser oberster Chef hier auf Erden ist, was der wohl sagen würde, wenn er auf eine wunderbare Weise eine Mitteilung erhalten würde, dass alles das, was im Evangelium heute angekündigt würde, in Kürze noch vor Weihnachten vielleicht wirklich eintreten würde, wenn er das dann veröffentlichen sollte. Das heißt, das Ende der Welt nämlich. Würden wir dann in Freude und Jubel ausbrechen, weil nun endlich der Tag da ist, auf den die Christenheit schon seit 2 Jahrtausenden wartet? Oder würden wir eher in Panik ausbrechen, wie wenn ein Atomkrieg vor der Tür stünde? Wahrscheinlich wären wir schon ein bisschen erschrocken. Die Christen der Frühzeit, die waren immer darauf vorbereitet, dass der Herr jeden Tag kommen könnte. Wir nannten das die Naherwartung. Wenn wir also jetzt auf das Ende blicken würden und uns darauf einrichten würden, würden wir vielleicht noch mal tüchtig zulangen, um die letzten Tage, die letzten Wochen ausgiebig noch zu genießen. Oder wären wir eher ratlos, resigniert, vielleicht sogar deprimiert, weil dann alles aus ist. Will uns also das Evangelium heute die Freude an Weihnachten verderben? Es gibt ja schon genug Katastrophenstimmung in der Welt. Und diese Weihnachtsidylle, die wir mit der Oase des Friedens und der Freude beschreiben, soll die einfach vergessen werden. Und wir kennen natürlich solche Katastrophenstimmung, wie sie im Evangelium beschrieben ist, nämlich die ganze Umweltkatastrophe. Es ist die Rede gewesen eben, dass Unwetter über die Erde hereinbrechen. Wir können an die Tsunamis, an die Katastrophen der Brände und Fluten in unserer Zeit denken. Wir können daran denken, dass in der Ukraine wieder der Krieg neu aufgefacht ist, angefacht ist und dass Flüchtlinge von überall her zu uns kommen, weil sie in ihren eigenen Ländern keine Zukunft sehen. Aber natürlich soll uns die Freude auf Weihnachten nicht vergällt werden. Das Evangelium will keine Drohrede sein, sondern, wie es übersetzt heißt, es will eine frohe Botschaft sein. Und die ersten Christen, gleich nach Jesu Tod, die haben das auch so verstanden. Die haben tatsächlich auf die Wiederkunft Christi geglaubt in ihrer eigenen Lebenszeit. Und darum waren nicht die Schrecken des Endes, die hier im Evangelium beschrieben werden, der wichtigste Inhalt für sie, sondern ein anderer Satz. Wenn das alles geschieht, das Ende der Welt, dann richtet euch auf, heißt es am Ende des Evangeliums, und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das heißt, dieses Wort hat in allen Schrecken ihrer Zeit, die ersten Christen wurden verfolgt, sie mussten tatsächlich mit ihrem Tode immer rechnen, das hat ihnen in den Ängsten und Nöten der Verfolgung Hoffnung gegeben. Es gab ihnen die Gewissheit, dass ihr Leben in Gottes guten Händen aufgehoben ist, dass alles einen Sinn
und eine Zukunft hat auf Erden, weil Jesus wiederkommen wird und weil er sie einst heimrufen wird in sein Reich. Also Weihnachten war nicht nur, wie es für uns heute ist, eine Erinnerung an die Geburt Jesu, sondern es war noch mehr ein Vorausschauen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist heute bei uns eher in Vergessenheit geraten, weil eben 2000 Jahre vergangen sind und Jesus immer noch nicht wiedergekommen ist. Und deshalb suchen wir Menschen vielleicht häufig Freude und Sicherheit dort, wo sie auf Dauer nicht zu finden sind. Wir sind vielleicht dann manchmal blind, dass wir nicht wahrnehmen, dass alles Schöne, was wir hier auf Erden haben und an dem wir uns auch freuen sollen und dürfen, dass das vergänglich ist. Geld, Besitz, Ansehen, Macht, Lebensgenuss. Das in sich ist alles nicht schlecht, aber es ist eben auch zeitlich begrenzt. Und warum lernen wir nicht aus der Erfahrung, dass alles ganz schnell dahin sein kann? Warum sind unsere Erwartungen eher nur sehr oberflächlich heute? Alles, was uns im Leben Freude macht, das ist auch gut, aber dann, wenn es in der Freude der Erlösung gesehen wird. Alle Sicherheiten, die wir aufbauen, und das ist wichtig, dass wir sie haben, die sind gut, wenn sie eingebunden sind, auch in die Gewissheit, dass Gott da ist. Dass wir nicht einem blinden Schicksal machtlos ausgeliefert sind, sondern dass Gott unserem Leben Sinn und Ziel gesetzt hat. Christen sind dann Menschen mit der Hoffnung, dass es immer bei jeder Katastrophe einen neuen Anfang gibt, einen Anfang, den Christus bringen wird. Niemand weiß, wann das ist. Wir können ganz schnell sterben, von einer Stunde auf die andere zum Beispiel. Niemand weiß, wann Gott ihn selber heimrufen wird. Aber diese Ungewissheit, die soll uns nicht lähmen, sondern die soll uns gerade im Gegenteil beleben. Denn es kommt nicht einfach irgendetwas auf uns zu, sondern auf uns kommt ein jemand, eine Person zu. Es kommt nicht irgendjemand auf uns zu, sondern Gott selber, der uns liebt und der uns für immer zu sich holen will. Es kommt der Herr zu uns, der für uns schon in den Tod gegangen ist und für uns in das unvergängliche Leben vorausgegangen ist. Das nennen wir dann Himmel, das nennen wir ewiges Leben, das nennen wir Erlösung. Das sind alles nur so stammelnde Versuche, in Worten zu fassen, was wir eigentlich gar nicht so richtig kapieren können, nämlich, dass Gott mit uns und in uns leben möchte. Aber das Evangelium bleibt natürlich trotzdem ernst. Es fordert uns auf, wachsam zu bleiben. Das haben wir eben auch in dem einen Lied gesungen. Wachsam sollen wir sein. Wir sollen vorbereitet darauf sein, dass der Herr und wenn der Herr zu uns kommt. Deshalb heißt es dann auch im Evangelium, nicht Rausch, nicht Trunkenheit, nicht die Sorgen des Alltags, die sollen uns verwirren, damit wir nicht plötzlich überrascht werden. Das ist alles, denke ich, sehr aktuell. Da brauchen wir nicht an Trunkenheit im üblichen Sinne denken, dass wir uns einen antrinken, einen Rausch haben, sondern man kann sich auf verschiedene Weise berauschen, in der Jagd nach Geld und Genuss, sodass wir vielleicht den einzelnen Menschen und die Mitliebe zu anderen aus dem Auge verlieren. Wir können auch immer wieder auf der Flucht sein, vor uns selber, vor den tieferen Fragen des Lebens, vor den Fragen nach dem Wohin und dem Warum. Da können wir uns mit äußeren Dingen betäuben. Wir können alle in einer Scheinwelt leben. Man kann sich blenden lassen und verwirren lassen vom Schein des Schönen, vom Schein des Reichtums, vom Schein des Erfolges, vom großen Leben. Und wir können unser Leben auch mit Banalitäten einfach vertun. Das heißt, in aller Vorfreude, in aller Vorbereitung sollen diese Adventswochen für uns ein Anstoß sein. Und zwar eine Rangordnung der Werte in unserem Leben zu prüfen. Ist dieses oder jenes so wichtig, dass ich mich dafür einsetze? Oder dass ich mich über irgendetwas aufrege? Müssten vielleicht andere Dinge mehr in den Mittelpunkt rücken, was jetzt eher bei mir am Rande steht? Wie ist das mit meinem Leben, mit Gott, meiner Glaubensbildung? Wie ist das mit der Sorge für mich selber oder auch für diesen oder jenen Menschen um mich herum? Wo suche ich Freude? Wo suche ich Sicherheit? Welchem Licht folge ich selber? Welchen Verheißungen vertraue ich?
Das alles können Überlegungen, können ganz praktische Ansätze zur Umkehr sein, zu der uns diese Adventszeit aufruft. Und aus solcher Umkehr, da wächst dann Freude, die nicht schnell vergeht. Und in solcher Freude öffnet sich unser Blick für das, was anderen und was mir selber wahre, dauerhafte Freude bringen kann. Und so wünsche ich Ihnen allen, uns allen von Herzen, dass wir diese Freude in der Erwartung der Geburt unseres Erlösers finden. Die Freude über den Herrn, der kommt und der auch schon unter uns ist.